Hallo, meine wundervollen Seelen. Schön, dass wir hier zusammenkommen. Ich freue mich riesig. Das ist meine erste Legung in meiner neuen Wohnung an meinem neuen, Kartenlegeplatz. Ich lege auch direkt los. Das ist die Wochenenergie vom 18. bis zum, jetzt geht schon wieder los, ne? Ich will ja nichts Falsches sagen, ihr Lieben, deswegen schaue ich lieber nochmal nach. Vom 18. bis zum 24. März. Das hier sind die Karten von Verena Klinglert und ich mische, solange bis eine Karte rausfällt. Es gibt für jeden Tag eine kleine Neunerlegung. Ich sage immer, es ist eine kleine Neunerlegung, aber die Neunerlegungen sind immer so prägnant und so aussagekräftig, dass eigentlich das Klein, dass ich das so verniedliche, das ist nicht gerechtfertigt, das möchte ich sagen. Okay. Ich lasse die Karten so, wie sie rausfallen. Und ich habe pro, ja, mir tun die Hände noch weh vom Umzug, ihr Lieben. Deswegen, ich lege pro Woche mit zwei Tarotkartendecks, zwei Kipperkartendecks und zwei Lenormand-Kartendecks, ihr Lieben. Und hier habe ich von Rider-Waite die Tarotkarten. Bin sehr gespannt, was sie uns sagen möchten. Ich schaue von einer Frau, die auf einen Herrn schaut. Das ist für mich im Fluss des Sprechens, im Fluss des Denkens viel einfacher, wie wenn ich immer umdenken muss oder dieses Gendern. Ich finde es wichtig, dass gegendert wird und ich finde es auch richtig. Aber im Fluss des Redens ist es natürlich schon, es hemmt. So, dann nehme ich von Giro Marchetti das Gilded Travery Lenormand Kartendeck. Es sind so viele gerade am Umziehen. Das ist unfassbar. Ich glaube, ich habe noch nie eine Zeit gehabt, wo es mehr Umzüge gab wie im Moment. Wirklich, also ich kann mich nicht erinnern. Allein in meinem Freundeskreis, meiner Tochter, sind es fünf. Stell dir das mal vor. Das ist der Wechsel, der Wandel, der hier auch wirklich nicht mehr aufzuhalten ist. Und ich nehme hier von Sabine Schramm, da sind die Zusatzkarten noch dabei, die kann ich wegtun. Das ist das Orakel, nein, die Lenormand-Karten der 20er Jahre, ihr Lieben. Ich kann gerade nicht finden, wie es heißt. Aber das macht noch nichts. Ihr findet das in meinen in der Infobox. Golden Hour, Lenormand, jetzt fällt es mir ein. Ja, die Routen sind rausgefallen, die lasse ich doch liegen. So, und zum Schluss von Fichte. Das ist aber mal ein Stapel. Hallo. Die. Kipperkarten und aus dem Königshof Turania Verlag die Kipperkarten erleben. Und dann haben wir es auch schon, dann lege ich los. Also, das hier ist ein Stab, ich glaube, ich hatte nie, will ich nicht sagen, also nie, ist ein großes Wort, aber noch sehr selten Karten mit dieser Menge an Karten, also Stapel mit der Menge an Karten. So, hier habe ich auch wieder viel mehr Platz, das ist schön. Und ich kann euch direkt sagen, das ist mein Einstieg in die Woche. Hier ist fast kein Kartenstapel, der aus geraden Karten besteht, doch einer. Und die Engel sagen, das ist mein Sonntag. Ach, es ist schön. Schön viel Platz, ganz übersichtlich. Okay, was dürfen wir denn wissen? Wir haben die Königin der Kelche, die zwei der Schwerter und den König der Schwerter. Das ist ein Pärchen, das im ersten Moment sehr ungleich wirkt. Es ist aber so, dass hier diese zwei der Schwerter
einfach dafür stehen, dass das Herz noch verschlossen ist, so wie die Schwerter hier gehalten werden. Zwischen den beiden, dieser hochempathischen Frau und diesem Menschen, der durch Denken, durch den Alltag geht, der setzt wenig Gefühle frei, kommt es hier zu, ich sehe, wie diese Frau die Schwerter runterlässt. Wir sehen nachher, was hier unten drunter liegt. Und dann wird das Herz frei, weil die Gedanken nicht mehr vordergründig sind. Hier wird die Emotion freigegeben praktisch. Also es kommt hier die Erlaubnis zu fühlen, indem die Schwerter runterkommen und indem auch man die Hände dann frei hat, um diese Augenbinde wegzunehmen. So, jetzt bin ich sehr gespannt, was liegt hier in der Mitte? Hier liegt diese alte Verbindung. Hier haben wir den Anker und wir haben die Dame. Das bist du. Ich habe gesagt, mein Zuseher, meine Zuseherin ist immer die Dame. Das bist du und du schaust rein, wie hier jemand jetzt ankommt, ankern darf. Wie gesagt, hier die Erlaubnis bekommt, die Schwerter runterzunehmen und fühlen zu dürfen. Und es geht hier in diese alte Verbindung. Du schaust zu. Du hast dieses offene Buch schon, weil du mit dieser alten Verbindung nicht abgeschlossen hast, sondern du hast sie bearbeitet. Du hast das, was hier gelaufen ist, bearbeitet. Du hast es durch und du kommst hier jetzt. Vielleicht bist du es, der ihm erlaubt, anzukommen, zu fühlen. Vielleicht ist es aber auch, und jetzt komme ich hier zu. Wir haben hier die Roten und den Schlüssel. Die Roten sind die Gespräche und der Schlüssel ist einmal die Sicherheit. Wir haben die 11 und die 33, ihr Lieben. Es geht hier aber auch etwas darum, abzuschließen, anzukommen oder die Zukunft aufzuschließen. Diese alte Verbindung hier durch die Gespräche, die hier geführt werden, die Missverständnisse aus der Welt zu schaffen. Das ist eine ganz, ganz starke Energie hier. Wir haben ein Geschenk bekommen, die Arbeit und Beschäftigung und das Haus, und darauf haben wir das reiche Mädchen. Hier beschäftigt sich jemand mit dem reichen Mädchen, mit der reifen Frau als Geschenk. Man sieht dich, man sieht die Situation als Geschenk, die Situation, dass man hier miteinander reden darf, mit Sicherheit reden darf. Zu Hause ist immer das Hause, das Hause, der Ort, in dem hier beide zusammenkommen. Entweder als Person, dass er dich in dein Herz lässt, dass du ihn in dein Herz lässt, das ist auch das Zuhause mit gemeint. Es kann aber tatsächlich sein, dass sie hier auf eurer Couch sitzt, auf einer Couch bei ihm oder bei dir. Weil wir haben ja hier oben drüber euch beide und dann wird geredet. Dann werden die Missverständnisse, die zwischen euch herrschen und die ihn hier, die diese Verbindung praktisch beherrschen, die werden aus der Welt geschaffen. Dann schauen wir mal, was der Dienstag sagt. Und hier fehlen die Kipperkarten. Es ist mir nicht aufgefallen, es fällt mir jetzt erst auf, aber dann soll es auch so sein. Dann reichen die Karten, die wir liegen, aus. Wir haben das Gericht, wir haben den König der Münzen und wir haben den Pagen der Münzen. Der König der Münzen und der Page der Münzen. Der Turm, die Maske und schon wieder der Anker, ihr Lieben. Und die Karten reichen aus. Mehr muss da nicht gezeigt werden. Dieser König der Münzen lässt seine Maske fallen, kommt aus seinem Rückzug raus. Es ist, dass das Gericht von oben in diese Posaune bläst und diese Maske praktisch mit ihrem ganzen Schwung runterschiebt. Und der Page der Münzen ist dann derjenige, der hier wirklich diese eine Münze reicht, dir reicht, aber auch ein Teil von sich reicht. Um hier vielleicht, der Anker steht auch für die Selbstständigkeit,
Für die Selbstständigkeit das zu machen. Eben habe ich es nicht gespürt. Eben war es das Ankommen. Aber jetzt fühle ich hier, dass hier aus diesem, es ist, manchmal empfinde ich das wie ein Trichter, diese schiefen Karten, dass hier jemand kommt und sagt, ich gebe dir diese Münze und ich habe die und die Idee. Lass uns doch mal reden. Vielleicht können wir was zusammen machen. Dafür muss er sich aber zeigen. Und das passiert hier. Weil das Gericht sagt, die Trennung ist jetzt, ach, Leute, der Turm steht doch auch für die Selbstständigkeit. Also es ist wirklich, Turm steht für Selbstständigkeit, aber auch für Rückzug. Und hier ist es wirklich, dass dieser Wandel kommt, diese Maske, die wird rau unter Posaunt, hätte ich jetzt was gesagt. Wir schauen auf den Mittwoch. Da ist der König der Kelche, die zwei der Stäbe und der Hierophant. Der Hierophant ist der, ja, man sagt, dem Papst, hat aber nichts mit dem katholischen Glauben, mit der katholischen Kirche zu tun. Das möchte ich hier ganz, ganz deutlich sagen. Das werde ich öfter gefragt. Wisst ihr, Glauben hat nicht unbedingt mit Religion zu tun. Ich sehe das als wirklich vollkommene Unterschiede. Der Glaube ist, ich glaube an die geistige Welt. Ich bin fest davon überzeugt, dass es sie gibt, dass sie uns in irgendeiner Art und Weise lenken oder eben manchmal schubsen, dass der freie Willen aber immer im Vordergrund steht. Du kannst immer selbst entscheiden, möchtest du diesen Weg gehen oder möchtest du nicht. Die katholische Kirche, die unterstützt, ich will sie auch nicht verteufeln, genauso wie die evangelische, ich möchte den Hinduismus oder den Islam nicht verteufeln. Jeder soll das glauben oder an das glauben, was er möchte. Aber ich glaube an die Engel, ohne tief katholisch zu sein oder evangelisch. Und trotzdem finde ich, dass die Kirche gewisse Werte haben, die erhaltenswert auch sind. Aber natürlich, was die sich geleistet haben, steht auf einem anderen Blatt. Das ist auch nicht mein Part, das jetzt zu beurteilen und verurteilen. Das möchte ich ganz deutlich sagen. Jetzt schauen wir mal, kommen wir noch mal hier zurück. Wir haben die Öffentlichkeit, wir haben den Fuchs und wir haben, ach, es ist wunderbar. Ich habe das Gefühl, die Karten haben anders gelegen, aber irgendwie soll ich sie jetzt so legen. Sollen sie genauso liegen? Das sind die Wolken, ihr Lieben. Wir haben das kleine Kind, das Wohnzimmer und der lange Weg. Ja, Gruß nach Köln ans Rheinland. Der Fuchs, schaut euch mal an, der schaut hier in die Öffentlichkeit. Der König der Kelche ist jetzt bereit, seine Gefühle zu zeigen. Er trägt sie auf einem Präsentierteller und er bringt sie dir. Und er zeigt seine Gefühle und er sagt, er möchte mit dir. Oder er möchte selbst alleine für sich in den Neuanfang gehen. Das ist unfassbar wichtig, das auch mal hier zu sagen, weil es geht hier nicht um die romantische Liebe vordergründig. Es geht um jegliche Beziehung. Ich habe ganz viel Familie immer hier, immer wieder die Arbeitskollegen, die hier in den Neuanfang gehen wollen, weil sie etwas gemeinsam machen, die in deinem Wohnzimmer zusammensitzen und sagen, hier, ich bringe das mit in diese Beziehung und du bringst das mit in diese Beziehung. Darüber sind noch die Wolken, es ist noch nicht ganz zu sehen, aber schaut mal, der Hierophant, es ist, als wenn er die Wolken rauszieht und dieser wundervolle Dom immer mehr zu sehen ist. Der Weg zum Dom, aber auch der Weg vom Dom weg. Das heißt also, der Weg nach in eine Stadt zu dir, in den Ort, der Weg von dir weg. Und das ist die allgemeine Regung. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Bei dem einen ist es so, bei dem anderen so. Dieser Fuchs, der steht hier in Hab-Acht-Stellung, würde ich fast sagen. Und der schaut darauf, was sich hier zeigt. Die Möglichkeiten, die sich hier zeigen. Wundervolle Energie. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass es hinter dem Fuchs brennt. Aber, und ich soll hier ganz deutlich darauf eingehen, dass ist anders, sieht anders aus, als es tatsächlich ist. Hier kommt die Sonne raus. Es sieht aus, als wenn es brennt. Du hast Angst, es gibt einen Flächenbrand, dass hier deine ganze Bude abbrennt, dass dein ganzes Umfeld, dein ganzes Leben abbrennt.
Aber schau mal genauer hin. Hier brennt überhaupt nichts. Hier geht die Sonne auf. Und die Sonne bringt dir Wärme, sie bringt dir Erfolg und den Sieg. Schau genau hin. Es ist anders, als du denkst. Wir gehen in den Donnerstag. Ja, die sechs der Kelche ist der Weg ins Unbekannte. Mit dem Stern haben wir die höchste Schutzkarte und wir haben die neun der Stäbe. Und den Stern möchte ich wirklich auch so weit nach oben setzen, weil er diesen Tag, seine Energie in diesen Tag, in diese Woche, in diese Energie, die wir zurzeit haben, schenkt, strahlen lässt. Wir haben die Fische. Der Mond und die Hoden. Ich finde hier ganz deutlich, und das hat mich sehr irritiert. Schaut mal, der geht hier über das Wasser. Also er ist immer auf Land, aber rundherum ist Wasser. Dieses Wasser ist ruhig, ein ruhiges Gewässer. Und dennoch nimmt er seinen Stab, was heißt dennoch? Er nimmt seinen Stab, zieht seine roten Schuhe, sein rotes Mäntelchen an und geht in eine Zukunft, wo er nicht weiß, wie es um die Ecke aussieht. So, jetzt schaut euch mal an, wie diese Fische, die schauen hier einmal auf diese Situation, aber es ist so, als wenn das Wasser hier in dieser Karte ist oder als wenn es runterfließt. Diese Fische stecken in diesem Weg, in dieser Energie des Neuanfangs, immer mit Blick auf die Belastung. Das hier ist die klassische, es ist die klassische Burnout-Karte. Ich weiß, es ist eine Krankheit, aber dennoch ist es eine klassische Burnout-Karte. Aber hier hat sich jemand aus diesen neun Stäben einen Stab rausgeholt, an dem er sich festhält. Und das ist das Ass der Stäbe. Und da schaut dieser Fisch rein, dieser Fisch, der hier im Wasser in Bewegung ist. Und sie sieht, dass aus dieser Belastung eine Chance geworden ist, dass man erkennt, dass es eine Aufgabe war, eine Lernaufgabe, eine Lebensaufgabe. Und der Verband, der eben hier auf den Augen war, der ist nur noch hier ein bisschen am Kopf. Die Gedanken müssen noch ein bisschen heilen. In jedem Fall haben wir hier mit dem Mond die Veränderung. Die Gespräch, durch Gespräche kommt hier die Veränderung. Und der Stern, schaut euch mal an, der Stern gibt sein Wasser in den Mond. Er lässt es fließen. Und der Mond mit seiner unbändigen Kraft kann ja sogar Meere bewegen, ihr Lieben. Wir haben hier viel Geld gewinnen, wir haben die Hauptpersonen und wir haben den reichen guten Herrn. Und das sind die beiden, das ist das Pärchen. Aber schaut euch an, noch eben, noch schauen sie sich nicht an. Jeder macht so sein Ding, aber das ist ja auch gut so. Dieser Wandel, der hier stattfindet, mit Blick auf das, was hinter ihm liegt. Es ist ganz klar, dass diese acht Stäbe hinter ihm liegen. Und er mit dem neunten Stab jetzt nach vorne gehen kann. In die Veränderung, in die tiefgründige Veränderung. Du bist aber hier absolut in der Veränderung, im Wandel, mit sowieso geschützt. Du schaust dieses Orakel, dann ist es auch, also dein Orakel, ihr wisst, es ist eine allgemeine Legung, kann nicht auf alle zutreffen. Aber wenn es auf dich zutrifft, dann bist du das hier. Und hier kommen die Gespräche über den Mond, über diesen tiefgründigen Mond. Und der zieht mich gerade mit seiner Energie total rein, sodass du hier wirklich gechillt nach vorne gehst und nach hinten schaust. Du hast diesen weißen Papagei in der Hand. Ich weiß jetzt gerade nicht, was die Papageien für eine Symbolik haben. Ich kann dir aber sagen, dass er fliegen kann, dass er in Bewegung ist und dass er bei dir landet. Und das finde ich gerade großartig. Und er sitzt noch da und sinniert über den nächsten Zug. Sehr gut, ihr Lieben. So, was haben wir denn jetzt noch? Jetzt kommen wir zum Freitag. Ich habe diesen Gott im Hals, ich werde ihn nicht los. Der Teufel. Der Teufel in Schieflage. Wir haben die sieben der Stäbe.
Und die Zähnekelche. Das hier sind die Wege. Mit der 19 ist es der Turm und die 26 ist das offene Buch, auf das die Sonne scheint. Wir haben hier das große Glück, die Ehestandskarte und die traurige Nachricht. Diese Ehestandskarte hat mit Ehe nichts zu tun. Es geht um die Verbindung zwischen euch beiden. Hier ist ganz klar, dieser Teufel, schaut mal an, der geht hier nach oben. Der geht. Oh. So, ihr Lieben, zurück zum Freitag. Also, der Turm steht für die Selbstständigkeit, für die Trennung, für den Rückzug. Eine Trennung ist ja auch manchmal eine bewusste Trennung, ein Rückzug, um sich neu zu sortieren, um zu reflektieren, was ist denn da passiert? Und hier haben wir dieses sich erklären müssen, immer wieder sich erklären müssen und rechtfertigen müssen, warum man etwas gemacht hat, warum man etwas macht in dieser Beziehung, aus dieser Beziehung heraus. Und das kommt jetzt in neue Wege. Vielleicht ist diese Energie, ach, ich will fast sagen, dieses Verbissene, wieso muss ich mich immer wieder rechtfertigen? Ich will doch einfach nur das machen, was ich will. Diese Energie. Und das wird jetzt, seht ihr, die ist im Wandel, die ist in Bewegung. Die geht jetzt neue Wege. In jedem Fall, das, was hier passiert ist, was vorher war, geht neue Wege, wird sich wandeln, indem man versteht. Und das ist wichtig. Es ist nicht einfach so, dass du jetzt hier deine Schuhe in einem neuen Haus ausziehst, sondern nein, es geht um das Verstehen. Damals ist das passiert, weil. Und dann ist es auch gut. Dann kommt man in diese tiefe Zufriedenheit. Und ich sehe gerade eine Taube im Herzen, also in deinem Herzen. Das heißt, diese tiefe, tiefe Zufriedenheit, die ist hier angedacht. Sie ist hier schon, man kann sie schon erahnen. Aber sie ist auch zu sehen. Wir haben sie hier mit diesen 10 Kelchen, mehr geht nicht, das offene Buch im Herzen und die traurige Nachricht. Das ist diese traurige Nachricht. Wisst ihr, ganz lange Zeit haben uns auch Kummer und Widerwärtigkeiten begleitet. Diese Karte hat sich jetzt gewandelt in die traurige Nachricht, die immer wieder da ist. Vielleicht musst du, weil du hier verstanden hast, etwas verstanden hast, etwas oder jemanden anderen loslassen. Und das kommt hier ganz massiv wirklich in Bewegung, ihr Lieben. Es ist eine schöne Energie, eine sehr friedliche Energie. Und das finde ich gerade sehr schön. Gut, dann schauen wir in den Samstag. Seht ihr das, wie sich diese Karte hier bewegt? Das ist dieses Rechtfertigen. Ich habe zwei Paar Schuhe, zwei verschiedene Schuhe an, aber lasst mich doch einfach, wie ich bin. Okay. Das sind die Karten, die rausgefallen sind, denke ich gerade dran. Sonst vergesse ich das immer, aber hier denke ich dran. Das sind die 8 der Kelche, ist die 8 der Schwerte, ach, der Stäbe. Ich wieder, ne? Ist die am schnellsten die Kommunikation. So schnelle Kommunikation hattest du noch nie. Die 7 der Kelche mit den Lückenschleifen. Und der Gehängte, Sichtwechsel, ihr Lieben, eine Ansichtwechsel, die hier ganz schnell kommt und dadurch neue Möglichkeiten bringt. Wir haben das Karma-Kreuz, wir haben die Dame, das bist du, und wir haben die Brücken. Genau wie der Sichtwechsel hier etwas Neues, etwas anders darstellt und zeigt, geht es hier, und du siehst es noch nicht. Im nächsten Schritt, du siehst die nächsten Schritte noch nicht, aber es geht schnurstracks. Hier gibt es kein rechts und links mehr vom Weg abgehen. Nein, es geht schnurstracks in die Zukunft, ihr Lieben. Wir haben die Militärperson, wir haben den guten Ausgang in der Liebe und die trüben Gedanken sind hier zugefallen. Du schaust in dieses Karmakreuz, du schaust rein, was mit ihm hier passiert ist. Was in ihm praktisch diese schnelle Kommunikation hat auch in ihm stattgefunden, hat natürlich auch in euch oder in der Beziehung zu euch stattgefunden. Der gute Ausgang in der Liebe sagt nur, es muss nicht um die Liebe gehen, es sagt aus, dass es hier
Um die Selbstliebe geht es immer, wirklich immer. Habt immer einen Blick auch auf die Selbstliebe, wenn euch das reinzieht, wenn dieses Orakel überhaupt für euch gedacht ist. Aber hier geht es um einen guten Ausgang in einer Beziehung. Ich habe auch immer wieder die Kinder und die Eltern, dass die Kinder und die Eltern sich entfremdet haben und jetzt auf einmal der Sohn vor der Tür steht und sagt, na Mama, das ist 15 Jahre her, aber hast du einen Kaffee für mich? Und dann kommt es wirklich darauf an, wie bist du vorbereitet? Bist du immer noch in dieser Wut, in die du jetzt 15 Jahre mit dir rumgetragen hast? Oder kannst du sagen, ja, komm rein, Junge, wir trinken einen Kaffee. Und das sind die Möglichkeiten dieser Sichtwechsel hier. Auf einmal steht er in der Tür und dann gibt es neue Möglichkeiten. Und diese trüben Gedanken, seht euch das an, die fallen dann einfach raus. Der Sonntag, ein geordneter Sonntag, soll ich sagen. Hier sind die Karten alle in aufrechter Form. Das ist der König der Schwerter. Das sind die fünf der Kelche. Und wir haben den Tod. Der Tod ist keine schlechte Karte. Und zwar hier erst recht nicht, weil die fünf der Kelche ist die Karte, dass man sich immer wieder auf das konzentriert hat, was nicht mehr im Leben ist. Und hier geht es jetzt darum, dass dieser König der Schwerter sein Schwert abnimmt, runternimmt. Wir schauen mal ganz schnell rein, was liegt unter ihm. Die Harmonie, die Familienkarte, die Lilien. Er nimmt sein Schwert runter, weil er in seine Harmonie gekommen ist, in Harmonie mit dieser Beziehung. Und er stellt alle Kelche aufrecht hin. Und somit stirbt die Energie, und der Rabe schaut ja auch darauf, es stirbt die Energie, dass man sich nur auf das konzentriert, was vergossen ist, was nicht mehr im Leben ist, sondern hier, dieser Mensch hat diesen schwarzen Mantel abgelegt und hat sich umgedreht und hat gesehen, was in seinem Leben ist, was Gutes in seinem Leben ist. Wir haben die Sense und wir haben die Seelenpartner, ihr Lieben. Und hier sind es drei Seelenpartner. Und ich würde fast sagen, ohne dass ihr das jetzt bitte falsch versteht, wenn ich sage, es stirbt eine Person, dann hat das aber nie mit dem physischen Sterben zu tun, sondern hier sind es drei. Vielleicht hat hier jemand noch ein bisschen gestichelt. Neid, Missgunst kommt mir hier rein. Und es stirbt die dritte Person, sodass für die zwei Personen der Weg frei ist. Wir haben seine Gedanken, wir haben die Erwartung und die Gerichtsfessung. Und das wird von alles oben geschubst. Er ist in seine Harmonie gekommen. Das ist die Familienkarte. Das ist die Karte der Sexualität, der guten Gefühle, des Zugehörigkeitsgefühls. Und das macht ihm wundervolle Gedanken. Er steht ganz gechillt, ganz positiv aufgeregt vor diesem Spiegel, und er macht sich zurecht, damit er seinen Zylinder noch schnappt und nach raus geht, weil hier die Sense, diese fünf der Kelche in dieser alten Version kaputt gemacht hat. Dieser Tod hat wirklich diese fünf Kelche, die Energie der fünf der Kelche stirbt. Und ihr Lieben, das alles ist von oben geführt, geschubst und, ja, ich will mal sagen, gewollt, weil es in deinem vorgegebenen Weg liegt. Was möchte euch die geistige Welt denn noch sagen? Wir haben die drei der Schwerter. Wir haben den Eremit. Hier haben wir die Öffentlichkeit und den Berg. Der angenehme Brief und der gute Herr. Und der gute Herr schaut in diesen angenehmen Brief. Und es ist wieder ganz schief alles. Der Eremit ist im Rückzug. Er hat den Stab in die Hand genommen und er kommt praktisch zurück. Er kommt zurück.
Und er schaut nach unten, er schaut auf diesen Berg und er hält hier sein Licht in der Hand und seht ihr mal, wie die Sonne hinter dem Berg rauskommt. Und das ist das Licht. Er erhält diese Blockade. Er erhält das, was ihn praktisch aufgehalten hat. Das zeigt sich jetzt. Der Herzschmerz, ich will mal sagen, der ist nicht weg. Aber er kommt unter den Wolken raus. Das heißt, er ist nicht mehr über den Wolken, sondern er ist schon auf in Richtung, er kommt immer mehr nach unten. Der zeigt sich jetzt. Dann kommt dieser angenehme Brief und in diesem Brief steht eben die Einladung zum Gespräch von ihm. Das kann auch eine Frau sein, ihr Lieben. Denkt bitte dran, es muss nie um die, nicht immer um die romantische Liebe gehen und die Geschlechter, wandelt es bitte. Das hier ist dein Gegenüber, egal ob Mann oder Frau, darum geht es. Das ist dein Gegenüber. Und dein Gegenüber kommt zurück. Er hat den Stab der Tatkraft in der Hand. Er hat den Stern in seinem Licht und der leuchtet auf diese Blockade, auf diesen riesigen Berg. Stellt euch vor, wenn er hier unten steht. Und er muss auf die andere Seite. Genauso eine Blockade war das. Und ich weiß nicht, ist er rundherum gegangen? Ist er nach oben gegangen, schnurstracks? Dann ist die Gefahr, dass man runterfällt, auch immer gegeben. Aber man ist natürlich schneller auf der anderen Seite. Jetzt will ich doch mal gucken. Das ist der Reiter. Seht ihr das? Der kommt aus diesem Feuer. Auch hier, wie ich eben bei dem Haus hatte, es ist nicht das Feuer. Es ist die Sonne, auch wenn es wie Feuer aussieht. Schaut genau hin, ihr Lieben. Die Sonne kommt raus, der Sieg, der Erfolg, die Wärme. Hier, ihr habt das Gefühl, es ist ein Flächenbrand, wirklich. Also ich fühle das, aber das ist es nicht. Hier kommt die Liebe zu euch. Es muss noch was geklärt werden, aber dafür gibt es ja jetzt diese Einladung. Ja, meine wundervollen Seelen, ich danke euch, dass ihr bis zum Schluss dabei geblieben seid. Ich danke euch für eure wirklich tollen Wünsche zu meinem Umzug und für jegliche Wertschätzung. Ich möchte euch nochmal bitten, klickt doch bitte auf das Glöckchen, wenn ihr abonniert. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mich abonniert. Dann verpassen wir uns nicht, ihr Lieben. Wisst ihr, was mir noch gerade einfällt hier? Hier haben wir die 20, wir haben die 1 und der Berg ist die 21. Es zeigt sich das Ergebnis. Es kommt immer deutlicher. Habt eine zauberhafte Woche. Teilt meine Videos, jedes einzelne. Ich würde mich total freuen, wenn ich mit euch gemeinsam raus in die Welt komme. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao.